Wissen, weitergegeben von der wissenschaftlichen Einrichtung Keshe Foundation, geteilt durch brasilianische Freiwillige. In diesem Video möchten wir Ihnen einen Weg präsentieren, Covid-19 zu bekämpfen. Eine Technologie, die von der Keshe Foundation frei zugänglich gemacht wurde. Die vom iranischen Wissenschaftler Mehran Tabakoli Keshe geschaffen wurde. Und die zu Hause mit Materialien hergestellt werden kann, die leicht zu finden sind. Lernen wir zuerst Mr. Keshe näher kennen. Als Sohn eines Wissenschaftlers wuchs er in einem Haus auf, in dem sich die Themen rund um Technologie, Nuklearwissenschaften und vor allem Radiologie drehten, das Beschäftigungsfeld seines Vaters war. Er graduierte am Queen Mary College der University of London als Nuklearingenieur, der sich auf Steuerungssysteme für Reaktortechnologie spezialisiert hat und eine Reihe von Forschungen in den Bereichen Weltraumtechnik, neue Energiesysteme, Landwirtschaft, neue Materialien und menschliche Gesundheit initiierte. Er veröffentlichte auch 3 Bücher, The Universal Order of Creation of Matters, The Structure of Light und The Origin of the Universe. Die Keshe Foundation wurde gegründet, um die Forschung zu verbessern, technologische Innovationen zu sichern und zu verbreiten, mit dem Ziel, dass sie für Evolution und Frieden auf dem Planeten eingesetzt werden. Das Welthauptquartier befindet sich in Österreich und die Foundation verfügt über 8 Fabriken für ihre technologischen Innovationen an verschiedenen Orten der Welt. Alle diese Technologien basieren auf der Beobachtung und Nutzung magnetischer und gravitationaler Felder, die sich im gesamten Universum auf die gleiche Weise bilden und miteinander interagieren. Sei es in einer Galaxie oder in Atomen, die die Zelle unseres Körpers bilden. Die Energie, die alle Materie bewegt, ist die Wechselwirkung der Felder jedes Teilchens in diesem Universum. Daher werden Neutronen, Protonen und Elektronen durch die Beziehung ihrer Felder im winzigen Atom im Gleichgewicht und in Bewegung gehalten. Es ist das gleiche Gesetz, das die Struktur und das Funktionieren unseres Sonnensystems erklärt. Die magnetischen und gravitationalen Felder halten den Abstand zwischen Sonne und Planeten aufrecht und begründen so ihre Rotations- und Translationsbewegungen. Wenn sie zusammenkommen und dynamisch interagieren, bilden sie das, was wir Plasma nennen. Herr Keshe suchte innerhalb der Plasmatechnologie, in der er seit 40 Jahren forscht, einen Weg, um uns vor Viren zu schützen. Er studierte das magnetische und gravitationale Feld von Covid-19 und schuf aus dieser Information, was er One Cup One Life nannte. Ein Becher, ein Leben. Einen einfachen Reaktor, der Plasma produziert, auch GANS, Gas in Nano Solid State genannt. Aus Salzwasser und Metallen wie Kupfer, nanobeschichtetem Kupfer und Zink. Wenn wir Trinkwasser mit dem GANS in Kontakt bringen, gibt es einen Feldtransfer von dem GANS zu diesem Wasser. Dadurch verliert das Virus seine Stärke und trennt sich von der infizierten Zelle. Dieser Prozess beseitigt das Virus, indem er seine Energie verbraucht. Um den GANS-Reaktor zu bauen, benötigen wir ein Glas oder eine Glasschale, eine Zinkplatte, Kupferdrähte. Eine nanobeschichtete Kupferspule, die mit Lauge, Natronlauge und Sonneneinstrahlung hergestellt werden kann, Wasser und Salz. Mit diesen Materialien bauen wir einen Reaktor in einer bestimmten Verbindung zusammen und fügen, nachdem alle Teile in ihrer richtigen Position sind, eine Lösung von Wasser und Salz hinzu, mit einer Konzentration von 10-15%. Von diesem Moment an erzeugen die Teile in Kontakt mit dem Salzwasser eine Wechselwirkung von Feldern, wo die Produktion von GANS und Aminosäuren beginnt. Nach ein paar Stunden können wir die kontinuierliche Bildung von Nanopartikeln am Boden des Behälters und die Bildung von Fett auf der Wasseroberfläche beobachten, welches das GANS und die Aminosäuren sind, die später gesammelt und gewaschen werden, wo sie dann in Kontakt mit dem Wasser stehen, das wir trinken. Mit diesem Verfahren erzeugen wir GANS-Wasser, das zertifiziert nicht giftig ist und es verändert unser Magnetfeld durch Versprühen, Inhalationen und tägliche Einnahme. Neben dem Gebrauch für den Menschen reinigt dieses Wasser die Umwelt und verändert ihr Feld. Durch Versprühen sowohl zu Hause als auch in öffentlichen Bereichen. Die Technologie der Keshe Foundation kann schnell in Städten eingesetzt werden und verhindert die Ausbreitung und Übertragung des Virus in Flughäfen, Schulen, Institutionen, Krankenhäusern und öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Verwendung von GANS-Wasser in einem Krankenhaus im Iran, in der Stadt Mahalat,
führte zur wissenschaftlichen Zertifizierung, wo 200 infizierte Menschen geheilt wurden und das Krankenhaus frei von dem Virus wurde. Mahalat hat 50.000 Einwohner und nach der massiven Nutzung von Ganzwasser wurde die Stadt immunisiert. Die Wissenschaft der Plasmatechnologie öffnet neue Grenzen für die Evolution. Seien wir offen für das Wissen, das die Beziehung der Menschheit zum Leben, zur Energie und dem Universum revolutionieren wird. Dies ist die von der Keshe Foundation entwickelte Weltraumtechnologie, die auf einfache Weise viele Leben retten kann. Sehen Sie in den folgenden Links, wie das umgesetzt werden kann und wo der Prozess näher erläutert wird. Machen Sie Ihre Reaktoren One Cup One Life und teilen Sie dieses Video, um dieses Wissen zu verbreiten.